Mitarbeiter gesucht. Was in der freien Wirtschaft momentan stagniert, ist für die Gemeinde Jesu Christi immer Programm. Das macht schon die Aufforderung Jesu deutlich, darum zu bitten, dass der Herr der Ernte Arbeiter in seine Ernte sende. Wir wollen uns bei den nächsten Bibeltagen deshalb mit der Frage nach der effektiven Mitarbeit befassen. Wir wollen uns damit befassen, was sagt die Bibel darüber, wie Mitarbeit effektiv, wie Mitarbeit gesegnet ist. Wir wollen uns aber auch mit dem praktischen Handwerkszeug der Mitarbeit auseinandersetzen. Wie plane ich eine Maßnahme? Wie plane ich eine Veranstaltung wie beispielsweise die Bibeltage? Welches Handwerkszeug habe ich dafür? Wie gehe ich dabei vor? Was ist eine Krise? Muss ich mich auf potenzielle Krisen vorbereiten? Wenn ja, wie mache ich das? Wie gelingt es, auch in brenzlichen Situationen als Mitarbeiter einen kühlen Kopf zu bewahren? Welche persönlichen Fähigkeiten sollte der motivierte Mitarbeiter mitbringen? Oder wie kann er sie sich aneignen? Was ist die Ausrüstung, die ein Mitarbeiter stetig in seinem Keller und noch besser in seinem Koffer immer dabei haben sollte? Effektive Mitarbeit. Ein Abenteuer aus Gottvertrauen, Planung, Fertigkeiten und Ausrüstung ist daher das Thema meines Abendseminars und ich freue mich sehr auf euch und Sie. Kirche und dann auch noch Kita. Sind das nur Klischees? Wir wollen dieser Frage auf den Grund gehen und das Ganze mit Leben füllen und schauen, was sich hinter diesen Begriffen eigentlich verbirgt. Vielleicht hast du ja auch schon mal Aussagen gehört wie, du bist Mutter und was machst du sonst noch so den ganzen Tag? Nun, da ließe sich einiges dazu sagen, was man sonst noch so den ganzen Tag macht. Wir sehen an dieser Aussage einfach, dass Mütter unter Beobachtung stehen und damit auch unter einem gewissen Druck. Wir haben da zum einen den Druck des Zeitgeistes. Fragen wie, und wann fängst du wieder an zu arbeiten? Oder fällt dir nicht zu Hause auch mal die Decke auf den Kopf? Oder, ja, da musst du ja bestimmt auch zum Ausgleich dann mal was anderes machen, also mal was Richtiges wieder, damit du da auch nicht völlig drin untergehst. Wir haben also den Druck des Zeitgeistes. Wann kommst du in den Job zurück? Und wir haben auch den Druck des Vergleichens. Wir sehen da die andere Mutter, die immer so fröhlich entspannt durch ihren Alltag geht und bei der es alles so mühelos aussieht. Und bei uns sieht es im Alltagschaos manchmal ganz anders aus. Und damit haben wir auch den Druck des eigenen Anspruchs. Des eigenen Anspruchs, was für eine Mutter wir sein wollen. Wir haben da unsere To-Do-Liste. Eigentlich wollten wir noch dieses und jenes geschafft haben. Und mit der stillen Zeit läuft es gerade auch nicht so richtig. Wie können wir diesen Druck also standhalten? Wir brauchen eine ganz feste biblische Basis. Man könnte auch sagen, wir brauchen eine Stellenbeschreibung, wie Gott sich unsere wichtige Aufgabe als Mutter gedacht hat. Und ja, es steht dabei nicht weniger als die nächste Generation auf dem Spiel. Und wir wissen, dass Gott uns in dieser Aufgabe viel Segen und echte Erfüllung verspricht. Nun, die Bibel hat, und das wundert uns nicht, einiges dazu zu sagen. Und das wollen wir uns anschauen. Und auch darüber hinaus gibt es einige ganz praktische Tipps und Anregungen, wie man ein fröhliches Leben gestalten kann und einen fröhlichen Dienst für den Herrn mitten im Alltagschaos immer wieder gestalten kann. Ja, du fragst dich, wie kann das aussehen? Dann sei dabei und lass uns ins Gespräch kommen. Ich freue mich drauf. Sie gehören sicherlich auch zu denen, die gerade sehr viel um die Ohren haben. Da dachte ich mir, Ihnen mit einem ganz praktischen Anliegen entgegenzukommen, verehrte Zuhörer. Ich möchte Ihnen mit meinem Seminar im wahrsten Sinne des Wortes in den Ohren liegen. Das Ohr gehört normalerweise in doppelter Ausführung zur Grundausstattung des Menschen und es ist durchaus aktiv. Es kann hören, es kann laufen, es kann stürzen, ertauben. Und bei einem Tinnitus zum Beispiel auch sehr viel Lärm und damit verbunden Probleme machen. Ich möchte Sie einladen zu einer Hörreise, bei der wir ein bisschen Sightseeing rund um das Ohr machen werden, uns dann aber auch Möglichkeiten und Grenzen medizintechnischer Mittel anschauen, um dann in einem weiteren Schritt praktische Anwendungen aus Gottes Wort zu ziehen rund um das Ohr. Denn die Bibel hat das Ohr doch sehr häufig im Fokus, mehr als man im ersten Moment vermuten mag.
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie entscheidend das Ohr im letzten Moment eines Menschenlebens sein kann? Oder schon mal überlegt, was für Verbindungen vom Ohr zur Nachfolge Jesu sich ziehen lassen aus Gottes Wort? Noch nicht? Na, dann wollen wir mal hören. Ich lade Sie ein zu dem Seminar unter der Überschrift Gehören und Gehorchen, ein originelles Wunderwerk, Bibeltage 2021 im September. Seien Sie dabei, hören Sie mit uns auf Gottes Wort, leihen Sie uns dazu Ihr Ohr und wenn Sie Ohren haben zum Hören, dann kommen Sie.